Ja, kommen wir jetzt zum zweiten Teil, würde ich sagen. Ja. Und zwar zu der Problematik, wie gehe ich mit dem EPO-Ref um, worauf habe ich zu achten. Genau. Und ja. Wir haben ja seit Dezember 2019 einen sogenannten Beipackzettel. Das ist jener welcher hier? Das ist die Produktinfo, die ja mit drin ist. Ne? Mhm. Genau, und die liegt eigentlich im Karton immer bei. Sollte dabei liegen, wenn die einer nicht findet, kann er kurz E-Mail an uns senden, dann schicken wir die per E-Mail gerne nach oder so. Aber die sollte er schon zu Händen haben, weil da sind wichtige Informationen drauf und drin. Und alles, was da drin ist, muss ich erstmal vorab sagen, ist also nicht bei uns erfunden worden, sondern, oder damit will man nicht dem Kunden sagen, du musst dein Becken so und so einfahren, sondern es spiegelt eigentlich die Kundenerfahrungen wider, die wir gesammelt haben. Was man damit machen kann. Genau, wir machen, also ich mache das grundsätzlich, ob ein Kunde jetzt böse eine Reklamation hat, ob Stein gebrochen ist oder das Aquarium nicht so läuft, wie er sich das vorstellt, oder ob es nur eine Frage ist, wie mit N und P Verhältnis, wie soll ich das jetzt einstellen, was würdest du empfehlen, ATI, Mutzek, Stickstoff Plus und so weiter. Diese ganzen Dinge, die sind da alle drin, sage ich mal, reflektiert und die werden von uns halt so eingesetzt, dass man sagt, okay, wir machen natürlich auch eigene Tests, wir haben unsere Testkunden gehabt und haben immer noch Testkunden, auch für das ganz Neue jetzt haben wir natürlich auch schon Testkunden laufen, um Unterschiede festzustellen. Und deshalb nennen wir das Produktinfo und nicht Einfahranleitung oder so, weil man muss sich nicht streng danach halten, danach richten. Jedes Becken ist anders, genau. Jedes Becken fährt anders ein. Genau. Das ist grundsätzlich so. Das hatte ich auch jetzt neulich im Live mit dem Markus ein kleines bisschen besprochen. Weil jedes Becken, wenn man das neu ansetzt, hat unterschiedliche Werdegang bzw. reagiert anders. Genau. Das Einfahren ist unterschiedlich. Und ja. Deshalb. Und jetzt diese Produktinfo, die wollten wir heute mal durchgehen, ne? Mhm. Und einfach, wir fangen ja oben an, mehr oder weniger mit dem die erste Frage, die ja draufsteht, oder der erste Punkt, den wir uns ausgewählt haben, ist, muss man die Steine vorwässern? Da haben sehr viele immer gesagt, ja, du musst es auf jeden Fall vorwässern. Warum jetzt nicht mehr? Warum? Also erstmal haben wir ja eben im ersten Teil schon gesagt, wo wir die Steine so ein bisschen beschrieben haben. Wir haben ja im Gegensatz zu allen anderen Herstellern, also erstmal ein Alleinstellungsmerkmal durch die Form, ne, ganz klar, jetzt auch durch die Farbe. Also EPO-Ref ist eigentlich gut erkennbar. Und ob das jemandem gefällt, immer wieder mit Klammer auf, Klammer zu, kann man darüber diskutieren. Ne? Aber die Geschmäcker sind unterschiedlich. Ja, genau. Wir ziehen uns aber unsere Fans ran, behaupte ich mal. Ne? Es gibt, werden ja immer mehr, die da Interesse daran haben. Und die dritte Komponente ist ja im Prinzip, wir haben ja kein mineralisches Material, sondern wir haben ja einfach ein künstliches Gestein. Also wir arbeiten mit einem Calciumgranulat, was dann letztendlich mit einem Epoxidharz, welches wir seit 2003 schon nutzen, auch für unsere alte Deko nutzen, wird das jetzt vermengt in eine Masse gebracht. Und diese Masse wird dann in Halbform, ist auch kein Geheimnis, sonst würden die Steine ja nicht immer gleich aussehen. Die kann man per Hand unmöglich so genau nachkneten. Wir haben also Halbform, also haben wir den halben Schritt als Halbform, der andere halbe Schritt ist Handarbeit. Und das ist schon mal der große Unterschied. Und muss man überlegen, macht es Sinn, einen Kunststoffstein zu wässern? Jetzt gab es ja am Anfang ein paar Probleme. Die Leute, wir waren da auch, wie gesagt, wir hatten gar keine Produktinfo dazu, muss man fairerweise dazu sagen. Also als das naturfarbene Material kam, Stein habe ich jetzt schon weggelegt, da oben ist er. Da hatten wir ja gar nichts im Karton drin. Die Kunden haben keine Infos bekommen von uns. Da kann man uns durchaus einen Fehler einräumen. Den müssen wir uns auch eingestehen. Das ist nicht richtig kommuniziert worden. Und die Erfahrungen waren allerdings auch noch nicht so groß. Denn wir hatten zwar unsere Testkunden. Und da muss man natürlich sagen, okay, wie fahre ich denn jetzt so ein Becken ein? Und wenn keine Fragen kommen, wenn nichts im Karton drin steht, hat der Aquarianer natürlich grundsätzlich so ein Eigenleben. Also wir sagen, ich habe früher auch immer gesagt, grundsätzlich, alles, was ein totes Gestein ist, würde ich vorwässern. Ganz klar. Ne, weil es kann Produktionsstau, hier sind die, also wenn ich hier drauf blase, weiß ich auch, ob man es sehen kann, wenn die ein bisschen länger stehen. Oh ja. Der steht da jetzt schon ein paar Monate hier. Wir haben in jedem Ritz haben wir bei uns Kalkstaub, weil wir mit Kalk arbeiten, sag ich mal, Kalkstein. Ne, also das ist relativ schwierig jetzt auch für den Kunden dann zu entscheiden, muss ich die wässern oder nicht. Dann gab es aber auch Leute, die haben gefragt, nachdem andere das schon hatten. Die hatten am Anfang die EPO-Ref-typischen Einfahrprobleme, eventuell ein relativ hohes Bakterium im Aquarium. Die Korallen standen nicht so ganz gut, weil auch da nicht explizit darauf hingewiesen wurde in dem nicht vorhandenen Produktinfo. Achtung, Achtung, Nährstoffentzug, bitte achten Sie auf N und P. Ja. Kommen wir gleich noch zu, wenn wir die einzelnen Punkte durchgehen. Und dadurch war natürlich eine gewisse Unsicherheit da und dann kamen natürlich andere und sagten, Mensch, Hilfe, mein Becken jetzt nach 3 Wochen, das pendelt sich langsam ein, ich würde die jederzeit wässern, so lange wie möglich und so weiter. Mhm. Und dann ist Folgendes passiert, die Kunden haben die tatsächlich dann teilweise gewässert, die das nicht mitbekommen haben, haben sie ungewässert ins Aquarium reingetan. Und dann kam aber immer wieder, ob das bei Facebook ist oder in welchen Foren, war immer wieder oft der Fall, was uns dann aufgefallen ist, dass die Leute zwar nach dem Wässern geschrien haben, wir haben überlegt, sollen wir auch wässern? Ja, können wir ja machen, ist ja kein Problem. Ist ein Arbeitsschritt mehr, ist jetzt keine große Sache.
auch von den Kosten her. Und dann haben wir halt überlegt, was passiert denn dann da? Weil es gab dann so einen Fall, ich habe 3 Wochen vorgewässert, der hatte Probleme mit irgendwas, Cyanos, was dann Probleme in Anführungszeichen mit Epo-Reef in Verbindung zu bringen ist, dann können wir später noch darüber diskutieren. Auf jeden Fall gab es ein Problem und der andere sagte dann, ja, ich habe die Probleme nicht gehabt. Und dann meinte der vorgewässert hat, 3 Wochen oder 4 Wochen, ja, wie lange hast du denn vorgewässert? Und der sagt dann, gar nicht. Und dann hat er, aber auch wir, weil natürlich man, also ich bin nicht so leicht zu verunsichern, aber man wird natürlich schon verunsichern und überlegt dann, okay, vielleicht sollten wir die auch wirklich vorwässern. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir wässern die vor. Mhm. Und wir haben dann die Vorwässerung übernommen. Aber das haben wir am Anfang sporadisch mal gemacht, grundsätzlich so mit Leitungswasser, weil das Material eigentlich, weil es ja verkapselt ist mit Epoxidharz, kann es eigentlich kein Silikat und eigentlich auch kein PO4 aufnehmen, direkt das Korn selber. Ja. Man müsste jetzt mit der Feile drüber gehen oder bohren, dann hat man ein paar Körnchen offen, Kalzit oder wie so ein Bodengrund, muss man sich jetzt vorstellen, so kleine Körnungen, die sind dann offen, dann können die natürlich wie ein Schwamm ein bisschen was aufnehmen. Aber grundsätzlich ist das Material ja nicht in der Lage, es aufzunehmen. Das war ja auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir werden jetzt nicht der 5. Keramiker. Ne? Lebendgestein gibt es nicht mehr. Es gibt gute Keramiken, A. B, hätten wir uns dann wir haben gesagt, wir wollen dieses Alleinstellungsmerkmal, da ich die letzten Jahre davor über 10 Jahre gute Erfahrungen mit meinem Harzsystem gemacht habe, war für uns klar, wir machen mit dem Oliver Pritzel damals von ATI, haben wir das ja zusammen entwickelt, haben wir gesagt, nee, wir gehen da einen eigenen Weg. Ne? Mhm. So. Und jetzt muss man das Ganze drum, ich schweife jetzt ein bisschen ab, wie man merkt, aber ja, ich merke schon. Aber es ist ganz wichtig für die Leute, damit sie es verstehen. Also ich glaube einfach, dass dann natürlich so ein Hype war mit den Wässern und Nicht-Wässern, dann haben wir gesagt, okay, wir haben es dann irgendwann standardisiert, aber es gab immer wieder mal Schwankungen drin, die können durch Nährstoffzugaben sein, die können irgendwo anders hergekommen sein, weiß ich nicht, im Verlauf eines Aquariums, also wenn wir beide jetzt dasselbe Becken aufbauen, du in Viersen, ich in Erkrath, wo ich wohne, wir benutzen die gleiche Becken, gleiche Technik, gleiche Steine, dann werden sich diese zwei Becken unterschiedlich entwickeln. Definitiv. Das ist einfach so. Das weiß auch jedes Kind, das sage ich jetzt mal so, nicht abwertend, aber so salopp, weil es ist kein Fingerabdruck, den man rüberbieben kann, sondern es ist tatsächlich ein Fingerabdruck. Jedes Aquarium ist ein Fingerabdruck. Ja, es ist und es liegt einfach, ob ich jetzt das, der eine dosiert anders, der eine misst anders, der eine hat den Schäumer von dem, der eine, aber selbst wenn ich alles parallel habe, das kenne ich aus meinen Läden, wenn wir die Fischbecken hatten, 10-mal die gleichen Becken, du hattest im Becken 7 Cyanos. Obwohl der gleiche Sand drin, die gleiche Höhe an Sand war, die gleiche Röhre, die gleiche Filteranlage dahinter war, warum nur in Becken 7 Cyanos? Das ist nur ein Beispiel. So, aber wir haben gesagt, okay, wir wässern vor und deshalb steht jetzt drin, jetzt sind wir bei der ersten Frage da oben. Ja, genau. Muss man die Steine vorbehandeln oder wässern? Nein, muss man nicht. Man kann die Steine sofort ins System geben. Und bei dir war es eine kleine Ausnahme, du wolltest ja für das große Becken. Das große Becken waren vorbehandelte Steine hier bei dir. Genau, also nicht vorbehandelt, sondern wir haben, also vorbehandeln klingt irgendwie so chemisch oder so. Wir haben sie einfach in eine Fischanlage gelegt, damit, wenn Bakterien aufkommen, sie direkt auf das besetzen, haben die aber dann nicht absterben lassen. Jetzt komme ich doch nochmal kurz zu dem Vorwässern. Weil das war der Fehler. Die Leute haben die dann 3 Wochen in so einer Wanne gehabt. Ja. Irgendwann, klar, die Bakterien sind da, die setzen sich Bakterien drauf. Irgendwann sterben die auch wieder ab, weil es kommt ja keine Nahrung mehr rein. Irgendwann ist vorbei. Und dann habe ich natürlich einen ätzenden, teilweise stinkenden Geruch, muffigen Geruch, wie man das auch immer beschreiben will. Richtig. Und dann nehmen die Leute die Steine aus dem Fass raus oder aus der Badewanne, wenn sie die 3 Wochen blockieren durften, glaube ich kaum. und dann, egal wo es war, im Keller oder auf der Terrasse, und dann lassen die abtropfen oder duschen die nochmal warm ab. Und dann passiert natürlich Folgendes. Dann sterben die Bakterien ab. Dann sterben die Bakterien ab und ich nehme mir diese Deko, ob ich nach 2 oder 4 oder 6 Tagen erst einbaue, vielleicht noch verklebe, trocknen an. Mhm. Ich nehme also diese tote Bakterien oder diese Organik, die sich darauf gebildet hat, nehme ich natürlich als toten Start schon mit ins Aquarium. Richtig. So, und das kann alles kann natürlich nur funktionieren, dann sind wir wieder bei der Porosität. Je poröser das Material ist, je mehr setzt sich auch da drin ab, ist ja ganz klar. Richtig. So, und da haben wir gesagt, okay, das müssen wir ändern, dann wässern wir die. Und wenn wir die gewässert haben, haben wir es tatsächlich so gemacht, damit das eben nicht der Fall ist, sind wir hingegangen und haben die Steine danach richtig kräftig gekerschert anschließend, nach dem Wässern, damit eben in den Poren, die definitiv vorhanden sind, sich alles ausgespült wird. Das wird aber nie 100% sein, weil ich einen Stein ins Wasser lege, der, auch wenn es kein Schwamm ist, der nimmt ja Wasser auf bis in den letzten Ritz. Und wenn du dann ein bisschen Diffusion hast durch Strömungs-, also durch Pumpen, dann drückt er sich in den Stein rein. Und wenn ich ihn rausnehme und lege den irgendwie hin, dann ist ja klar, das sind ja keine alles durchgehende Löcher. Das Wasser, was oben in dem Stein steht, das steht und trocknet da an. Also ist illusorisch zu glauben, ich drehe die alle 5 Minuten, das bringt nichts. Also selbst mit dem Kerschern. Aber wir haben es halt so gemacht. Und als wir das so gemacht haben, war auch diese Problematik eigentlich weg. Also ich hatte jetzt auch bei dem Projektbecken, wo wir noch mit dem alten Material gearbeitet haben und der neuen Farbe, die waren ja auch schon gewässert von hier aus, hatte ich keine Probleme gehabt. Nein, also es lief ganz normal
Aber man muss es nicht vorwässern, weil alles das, was an dem Stein geschieht, um den direkt ins Aquarium zu packen, geht hier bei uns vor Ort. Genau. Also das Wässern, haben wir den Punkt, glaube ich, direkt, können wir direkt abhaken. Also die Steine müssen nicht vorgewässert werden. Ne? Gut. So, dann wie verklebe ich die einzelnen Steine? Da geht es ja darum, du machst alles mit Sekundenkleber, C-Fließenden. Ich bin Sekundenkleber-Fan. Ich mache jetzt mal Werbung, ich bin ein absoluter Reef-Bond-Fan. Ne? Ich mache alles mit Reef-Bond. Letztendlich ist es egal, jeder muss das probieren, was hält. Also was ein bisschen schwierig ist, sind, glaube ich, diese gummiartigen 2K-Kleber, die eigentlich wie so ein Flummi, die du auf der Erde werfen kannst, die zwar, das sind auch für mich alles keine Korallen, keine Kleber, das sind alles für mich Hafter, weil eine Koralle da drin, die hat zwar eine Form, aber, da, also, aber es geht um die Frage, darf ich das verwenden? Natürlich, also man kann mit einem 2K oder mit einem anderen Sekundenkleber, oder mit dem Zement kann man das Epoxid oder das Gestein nicht angreifen, die Oberfläche verletzen. Und selbst wenn man das täte, wäre es auch kein Problem. Man kann auch, wir haben Kunden, die haben sich Löcher reingebohrt, um da Reefplugs reinzumachen. Sieht man hier oben. Ja, das kommt ja jetzt, zum Beispiel, kommt jetzt in Zukunft, genau, sprechen wir gleich noch drüber kurz. Man kann da reinbohren, das passiert überhaupt nichts. Man verletzt ja dann das Epoxidharz, aber was man vortrifft, ist Calcium. Also man guckt in eine Calciumwandung, wo man den Durchmesser des Lochs. Und die Menge, die da an Calcium abgegeben hat, wird, die ist auf den Verbrauch gesehen, auf ein normales Aquarium, so gering, das ist also, muss man gar nicht erwähnen. Also man kann die kleben, womit man will. Dann sind wir beim Thema, glaube ich, Punkt 3 ist jetzt hier, ich habe das ein bisschen abgekürzt, nochmal auf die Tafel geschrieben, das Animpfen, ja, also bis vor einigen Jahren, bis vor 10 Jahren, sage ich mal, da war der Jörg Kokott mal hier zu Gast und hat hier einen schönen Vortrag gehalten, da ging es damals über Gesamtoberflächen, ungenutzte Oberflächen, weil ich damals auch mit dem toten Riffgestein noch gearbeitet habe, weil die Leute sich früher, also war schon so ein Trend vor 10, 15 Jahren, doch noch Unmengen an Steinen reingekloppt haben ins Aquarium. Und ja, man nutzt ja eigentlich für die Korallen nur die Oberfläche. Aber die unteren Flächen sind ja auch alle aktiv. Das Gleiche gilt für unser EPO-Reef. Das ist auch im Inneren aktiv, aber auch die anderen Flächen. Und da habe ich mit Jörg unterhalten. Wir kamen dann auch auf Bakterien. Ich sage, hast du denn, nutzt du Bakterien? Und da hat er zu mir gesagt, also O-Ton wird es nicht sein, aber nein, weil das ist eine Konkurrenz für die Korallen. Und dann habe ich auch von dem Moment an so ein bisschen mal überlegt. Wir haben natürlich auch weiter in unserem Einzelhandel weiter Aquarien verkauft. Ich habe die dann aufgehört zu verkaufen. Und ich habe keinen Unterschied festgestellt im Erfolg der Aquarien, ob das mit unserer toten Riffdeko war oder ob der Kunde gesagt hat, ich habe mir eine Keramik gekauft, ich habe ein Aquarium, können Sie mir beim Start ein bisschen behilflich sein. Es ist eigentlich vollkommen sekundär, weil letztendlich bringen wir ja die Bakterien, das Bakterium mit dem Substrat, mit den Korallen ein. Richtig. Und das je mehr ist auch Korallen wieder, ich habe, desto das, mehr. Genau, und da wir pochen da so ein bisschen drauf, weil das natürlich gerade, wenn ich ein Kunststoffgestein habe, wo sich sehr gerne die Bakterien hinsetzen, auch dementsprechend vermehren, ist es sowieso jetzt, gerade aktuell, seit 2, 3 Jahren, jetzt noch wichtiger, dass wir sagen, nein, jeder kann das machen, ich würde es nicht machen und er darf sich dann auch nicht wundern, wenn es dann wirklich zu einer großen Bakterienblüte kommt. Ja. Was man mit einem humanen Animpfen über die Korallen oder ein Kilo Lebendgesteine hat oder sonst was. Eine Handvoll Sand. Jede Arten von Bakterien, die haben alle ihre Berechtigung, die werden auch funktionieren, aber die sind für mich eigentlich Problemlöser. Und es ist am Anfang, beim Start eines Aquariums, nie ein Problem, Bakterien da reinzukriegen, weil die bringe ich ja mit meinen Korallen rein. Und um die Nitrifikation richtig anzukurbeln, damit auch irgendwann Fische rein können, damit eben kein Peak im Ammoniakbereich entsteht, das bringen ja auch die Bakterien mit. Das ist eine Entstehungsgeschichte. Richtig, deshalb sagen wir ja auch frühestens nach 7 Tagen erst Fische rein, weil da kann immer ein bisschen am Anfang ein bisschen Peak sein im Ammoniakbereich, also wie gesagt Nitrit, Ammonium, Nitrat und beziehungsweise dazwischen nochmal Ammoniak. Ammonium ist für uns nicht relevant, Nitrit ebenfalls nicht. Aber der Ammoniak ist schon für Fische sogar tödlich, wenn er ganz durchhaut. Ne? Und deshalb sagen wir eben animpfen, wie gesagt, oder eine Schippe Sand, wie wir früher mal vom Kumpel, wenn er nicht gerade Tubularien hat oder Glasrosen im Sand. Aber ich glaube, das checkt jeder, das macht man natürlich nicht. Aber man kann durchaus eine Schaufel Sand da reinwerfen. Aber dieses ganze Animpfen und diese Impferei, die habe ich mir komplett abgewöhnt. Habe ich jetzt bei meinem Becken auch nicht gemacht, bei beiden Becken nicht, also das Projektbecken sowieso. Ja. Da habe ich gesagt, okay, wir gehen komplett erstmal über die Schiene, die du, ich sage es mal, mir so ein kleines bisschen vorgegeben hast. Und jetzt beim Reset im großen Becken auch nicht. Einfach nur, da ist ja auch genug Biomasse dann vorhanden. Das heißt ja auch nicht, dass nicht beim EPO-Reef, wenn man keine Bakterien einsetzt, nicht trotzdem eventuell eine Bakterienblüte entstehen können. Die kann immer entstehen. Ne? Aber es geht darum, dass wir Leute haben, die haben uns das wirklich geschrieben. Wir haben die Bilder gesehen. Die haben dann, ich habe keine Bakterien reingetan. Das ist gar nichts. Nee. Und nach 3, 4 Tagen ist es dann besser geworden. Ja, ich habe jetzt mal eine UV-Lampe angeschlossen. Im Wasser wird es schon besser. Damit wären wir dann beim nächsten Punkt. Ja, Moment, UV, ganz kurz ja zum Anfang als Beispiel. Der, das stellte sich aber noch raus, hat der 5., 6. Nachfrage, Einsteiger, nichts Böses jetzt, aber er hatte nicht so den Plan. Der Händler hat ihm irgendwie von Colombo Bactoballs verkauft. Sagt er, ich habe da unten so ein Sieb drin, so ein Netz, da sind so Bactoballs, ja, das sind ja Bakterien.
Also nimm die mal bitte raus, ne, ja, und dann UV-Lampe und nach 10 Tagen war der Spuk auch vorbei. Also ja, das nur noch dazu. Genau, UV-Lampe, ja, richtig, also für mich gehört eine UV-Lampe auf jeden Fall zum Aquarium-Equipment dazu. Die kann man immer brauchen, die kann prophylaktisch gut wirken, wenn ich neue Fische einsetze, wegen Pünktchen, das Weißpünktchenkrankheit. Das sowieso, ja. Ne, muss natürlich dann auch effektiv eingesetzt werden, nicht irgendwo unten mit wenig Wasserdurchsatz und 3 Watt auf 1000 Liter, muss natürlich dementsprechend sein. Es muss schon das richtige Verhältnis sein, der richtige Durchsatz, damit es auch effektiv arbeiten kann. Aber um zum Beispiel, sag ich mal, es gibt sogar Becken, die haben schon mal so eine Art Algenblüte, da kannst du mit Ozon und Kohle nichts machen, da brauchst du eine UV. Ja. Und bei einer übermäßigen Bakterienvermehrung, also wenn wirklich ein Peak da ist, dann ist es auch viel besser, dass man sagt, okay, ich setze jetzt meine UV-Lampe ein. Da schreiben wir aber hier auch wieder explizit mit dazu, man sollte die nicht vom ersten Tag an prophylaktisch mitlaufen lassen. Also ja, du hast nur das reine Wasser mit deiner Deko. Am ersten Tag hast du ja noch gar nichts drin. Ich sage jetzt mal, die ersten Tage muss ich ja... Es sind ja schon irgendwelche Bakterien drin, die vermehren sich ja schon. Die sind in der Luft, die sind im Wasser, an unseren Händen. Also sind schon Bakterien drin, da wird es auch schon Bakterienvermehrung geben. Aber ich würde dann wirklich erst die UV-Lampe einsetzen, weil wir wollen und brauchen ja die Bakterien. Ja. Ne, wir brauchen auch eine gewisse Biodiversität. Wir müssen ja erstmal versuchen, das tote Becken mit E-Porif sowieso tot, da ist nichts drin, da schwemmt sich weder N noch P, also kein Stickstoff und kein Nährstoff aus. Wir müssen das Becken hier erstmal beleben. Und da bitte nochmal einen Schritt zurück zu den Bakterien. Es geht nicht um Bakterien, es geht um lebensfähig machen, heißt, wenn die ersten Korallen einziehen, muss N und P im Aquarium sein und keine Bakterien. Und jetzt kommt die UV-Lampe, wenn dann die ersten Korallen eingezogen sind und nach einer Woche oder so, nach 10 Tagen, fängt es an, ein bisschen milchig zu werden. Das geht also schon, das Bakterium verbreitet sich also nicht nur auf der Deko, die man vielleicht als leichten Bakterien immer Schleim oder so ein bisschen Fäden drauf sieht. Ist ja diese Überschichtung, das nimmt auch wieder ab, da gibt es auch nur einen Peak. Dann kann man durchaus sagen, okay, ich habe jetzt eine UV-Lampe, habe ich mir gekauft, ich habe die ja dran, das Wasser lässt sich bei mir immer durchlaufen, ganze Jahr über. Ich mache halt nur den Schalter an, jetzt darfst du die UV-Birne-Lampe, jetzt darf der Brenner tätig werden. Genau. Weil ich möchte da kein stehendes Wasser drin haben, deshalb läuft die bei mir ganzjährig durch. Die kann man so installieren, dass die schon mitläuft und wenn dann so eine Bakterienblüte käme, dann kann man sagen, ich drücke mal eben auf den Knopf, lass sie mitlaufen. Aber bitte nicht zur Prophylaxe, weil dann töte ich sowieso schon mal alles im Wasser ab. Und wir haben da auch keine guten Erfahrungen mitgemacht. Ich würde die immer erst einsetzen, wenn auch schon ein Schwung Korallen drin sind. So. Daneben habe ich gerade geschrieben, noch schnell, bevor wir angefangen haben zu filmen, Ozon, weil Ozon fragen jetzt auch doch einige. Ozon haben wir noch gar nicht drauf auf dem Zettel. Würden wir auch noch einen kleinen Zweizeiler machen. Wie gesagt, es ist ja Mitwirkung durch Kunden, durch positiv wie negatives Feedback. Also mir hat es definitiv geholfen jetzt beim großen Becken, beim Reset. Also ja. Also ist durchaus möglich. Ozon ist, wie gesagt, man muss erstmal unterscheiden. Ozon ist natürlich je nach Größe, Größe des Ozonisators, je nach Aufdrehen, sage ich mal, kann das giftig sein, ne? Für Mensch und Tier. Ne? Da gibt es auch noch ein passendes Video von mir dazu, wo ich das Ganze etwas näher erklärt habe. Blende ich euch nochmal oben mit ein. Und da könnt ihr euch zum Thema Ozon noch etwas näher informieren. Genau, über die Wirkungsweise und so weiter. Also ich mache das kurz mit 3-4 Sätzen. Also Ozon sollte nie irgendwo in ein Becken reingeblubbert werden. Sollte grundsätzlich nur, wenn Eiweißabschäumer abgegeben werden. Und Ozonisator nie so wählen, wie vom Hersteller angegeben ist. Weil kleinste Mengen, die wirklich in minimaler Dosis gegeben werden, haben schon eine hohe Wirkung. Ne, und Ozonisator setze ich eigentlich ein, wenn beispielsweise ein Redox, viele haben ja früher in den 80er Jahren, war ein Redox-Messgerät, war ja ganz wichtig, wenn der Redox fiel, hast du Ozon angemacht, dann ging der wieder nach oben, dann wurden die Wasserwerte besser. Das hat auch einen Ursprung einfach in der Tatsache, dass der Ozonisator geht natürlich mit ein auf die Nitrifikation. Das heißt, die Nitrifikation wird erleichtert, weil der eben, übertrieben gesagt, Nitrit und Ammoniak schon kaputt macht, sag ich mal. Ne, da muss auch sehen, die meisten Fische, gerade große Fische wie Doktorfische, Falterfische und Kaiserfische, haben das sehr aggressiv auch auf den Kiemendeckeln. Also bei der Atmung ist es schwierig. Das ist das nächste Problem, ja. Denn das nächste Problem ist dann natürlich auch, wenn ich ein krabbelndes Kind im Wohnzimmer hätte, hätte ich auch keinen Ozonisator in meinem Wohnzimmer. Das heißt also, ich mache das also wirklich immer so, ist eine ganz banale Einstellung. Ich habe jetzt da an meinem Schaubecken 50er laufen, der ist für 3000 Liter viel zu klein, unterdimensioniert. Ja. Wenn ich den voll aufdrehe, ich komme eine Stunde später aus der Werkstatt hier rein, dann rieche ich dann im ganzen Raum. Daran kann man schon, was der 50er anstellt. Und das geht über einen großen Bubble King. Also der verteilt gut die Luft. Ich stelle den tatsächlich so ein, dass ich den auf ganz klein, wenn die LED, beim Sander ist zum Beispiel eine kleine LED, die fängt irgendwann an zu flackern. Ja. Da ist der immer am Hin- und Herzittern, dieses kleine LED-Licht. Dann nehme ich wirklich den, für kurze Zeit kann man das mal machen. Ich bitte nicht nachmachen, auch keine Kinder, die jetzt zuhören. Ich halte mir den halt wirklich mal 3-4 Sekunden unter die Nase. Und wenn ich so gerade Ozon rieche,
Dann kommt der in den Schäumer rein. Dann rieche ich aber am Ausgang von dem Schäumer fast also gar nichts mehr. Dann ist das im Prinzip alles schon... Ist eigentlich schon verarbeitet. Hat genau. Die Wirkung ist dann, die Wirkungszeit ist ja auch noch da, also aufsteigende Luftblasen und so weiter. Und dann hat der durchaus seine Berechtigung, muss jeder selbst entscheiden. Es gibt andere Leute, die lehnen Ozon kategorisch ab. Sauerstoffgehalt wird, also Sauerstoffsättigung ist auch ein bisschen besser, deshalb geht wahrscheinlich auch der Redox ein bisschen hoch. Ja, es ist ja O3, was da genau, im Endeffekt. Also das kann man nehmen. Aber wir haben es ja nicht draufstehen. Also ich werde es jetzt mit noch da auch verankern, weil jetzt 2-3 Leute nachgefragt haben. Punkt 5 wäre Kohlefilterung. Ich bin ein absoluter Fan von Kohle. Ich auch. Weil Kohle hat mir immer schon geholfen, mein Wasser klarer zu machen, weißer zu machen, nimmt Gelbstoffe auch raus. Ne? Beim Ozon muss man dazu sagen, der Hauptwirkungsstoff oder Hauptwirkungsgrund war eigentlich, ich bewege mich jetzt auf dünnem Eis, aber es gibt natürlich Prozesse im Aquarium, wo zum Beispiel auch Phenole freigesetzt werden. Und diese Phenole, die machen das Wasser normalerweise, soweit ich weiß, mein Wissensstand reicht, machen das auch gelblich. Und deshalb hat man gerade bei alten Becken, ganz früher war es bei AQI, hat man die Becken sowieso immer gelblich. Heute haben alle blau, merken das gar nicht. Wenn man aber mal die Lampen auf weiß einstellt, würde man sagen, oh, mein Wasser ist ja gelb. Deshalb, weißer Eimer, Wasser wechseln. Genau, ne? Deshalb bin ich jetzt gerade bei der Kohle, aber auch beim Ozon. Und diese Phenole, die dann in dem günstigsten Fall mit abgeschäumt werden, nachdem der Ozonisator die zerstört hat, werden definitiv nicht von der Kohle rausgefiltert. Ne? Also eine Kohle, somit arbeitet beides Hand in Hand. Ja, genau. Aber man muss auch immer aufpassen. Wie gesagt, ich sage mal so, vor 30 Jahren waren die Becken einfach schmuddeliger, schmutziger. Also eine super schöne Cespitularia oder eine pumpende Xenia oder einen schönen Pilz, die Herkollen, Sinularia, die stand damals oftmals besser wie heute in Becken, die fast alle immer an der Nährstoffuntergrenze sich bewegen. Also lieber ein bisschen mehr wie zu wenig an Nährstoff und Stickstoff. Ne? Das würde ich auch anstreben beim EPORIF. Genau, also Kohlefilterung ist ganz legitim. Ich glaube, wir haben sogar drinstehen in der ersten Woche. Ganz einfach, wenn ich meinen Aquarienbauer sehe, wie der teilweise mit seinem Prielwasser da rumsaut, dann ist einer seiner Angestellten ist wohl ein Raucher, der hat wohl mal eine Zigarettenasche, das hat er so im Zeber weggewischt. Also ich würde grundsätzlich immer, auch der 1000 Mann haben da reingefasst, also fettige Finger oder Hautcremes dran. Das gleiche gilt für die gesamte Technik. Es gibt Technik, die sind teilweise, wo die Läufergruppen so ein bisschen mit Heißwasserfett oder Vaseline eingeschmiert sind, damit sie nicht irgendwie schon da anfangen, Rost zu ziehen, aufzunehmen, Magnete, Läufergruppen. Ich würde die ersten 4 Wochen immer über Kohle filtern. Wobei man dann natürlich immer auch darauf achten sollte, wenn man Kohle filtert, Jod. Das ist dann und auch andere Elemente, genau. Aber im Zeitalter von ICP und wenn man Wasserwechsel macht, da kommen wir ja auch noch zu, als nächstes dann gleich, wenn man Wasserwechsel macht, kann man das, was am Anfang verbraucht wird durch die Kohle. Und ich bin auch ein Fan von nicht, ich mache einmal 2 Liter rein, sondern lieber 5-mal eine Faust rein, über 5 Wochen verteilt, weil die setzen sich ja auch zu, die Poren mit Bakterien. Ich nehme auch nur ein Minimal. Genau, und dann lieber öfter wechseln und dann ein bisschen Jod im Auge behalten. Also ich glaube, da sind wir schon im Bereich, wie richtig überhaupt oder wie fahre ich überhaupt ein Becken ein. Das hat gar nicht mehr so speziell mit dem E-Bericht zu tun. Kohlefilterung auf jeden Fall ein ganz klares Ja. Dann habe ich...